Hi und willkommen. Wir sind wieder da zur Admiral Sportshow. Heute alles anders. Es ist heute eure Show, eure Edition. Es ist die Edition der Community heute und deswegen So ist freut es das. uns ganz besonders, dass ihr schon so zahlreich wieder mit dabei seid, auch im Chat zur schon 42. Ausgabe heute der Admiral Sportshow. Zuletzt, dass wir hier zu zweit gesessen sind, schon ein paar Wochen her, um es mal so zu Aber sagen. schon sehr lange. Ich glaube, du hast vorher gesagt, die vierte, Vierte fünfte Folge. Folge waren wir noch zu In der zweit. fünften hat uns dann Dann, Rainer Kallmund bereits die Ehre genau. gegeben. In der vierten. Und heute wieder. Denn heute eben die Show, so heißt es ganz im Zeichen der Community. Ihr könnt es natürlich wie gehabt wieder mitbestimmen, über was wir sprechen. Zum Beispiel im Senf der Woche. Da könnt ihr nach wie vor abstimmen. Ein paar Votes sind schon da. Kommen sicherlich noch ein paar dazu von euch. Und auch ansonsten wieder einiges los heute, Kathi. Heute ist wirklich Bundesliga. einiges los. Wir Admiral schauen Bundesliga schon startet in wieder die rein. Zukunft, wie du sagst. Wir schauen jetzt nach der Winterpause, die Admiral Bundesliga startet rein. Und vor allem, bevor wir ein bisschen quatschen, nochmal an euch bitte abstimmen, weil ihr bestimmt ja jetzt gleich die Themen. Entweder stimmt ihr für die magischen ÖFB-Cup-Nächte, die bei uns bevorstehen, für die Club-WM oder Manuel Neuer und die Bayern. Du hast das schön genannt, irgendwie so Herzschmerz mit den Bayern. Einfach mal So in abstimmen. diese Richtung, Und genau. wir schauen dann, für was ihr euch entschieden habt. Und ich weiß schon so ein bisschen, was in Bernie sein Favorit ist. Glaubst du Bei das zu diesen wissen? Themen, auch meines, wahrscheinlich eher so Richtung ÖFB Cup, also gerne da mal abstimmen und dann schauen wir mal, was es dann wird am Das ist jetzt Ende. aber keine neutrale Abstimmung, wenn du sagst, was du gerne hättest, liebe Ja, Kathi. aber heute ist es ja unsere Show von Aber uns nicht allen. unsere, sondern diese, Von also uns diese. allen gemeinsam. Ja, aber auf jeden Fall sehr cool, dass ihr alle mit dabei seid. Kersi ist schon am Start. Alex, Philipp, Pips, wie immer. Patrick, du warst. Vielen Dank auch jetzt schon mal fürs Einschalten. Und heute gibt es noch was zu gewinnen. Genau, und das passt so super dazu, was Cursey vorschreibt. Ich will ins Studio, geiler Gewinn. Da hat sie offenbar schon auf Social Media gesehen, Der hat es schon was es informiert. heute zu gewinnen gibt. Denn nächste Woche endlich auch das internationale Geschäft zurück im Jahr 2023. Europa League Sechzehntelfinale, zum Beispiel mit Salzburg gegen AS Roma. Ausverkauftes Haus in Valsitzenheim. Aber die gute Nachricht, hier bei uns im Studio ist noch Platz. Da gibt es wieder eine Watchparty. Für euch, mit euch und konkret gesagt mit 3x2 Personen von euch. Das ist das, was ihr heute gewinnen Und könnt. ich sag's euch, das ist ein absolut krasser Gewinn, weil genauso wie jetzt dort in Salzburg ausverkauft ist, auch hier, das kann man nicht kaufen, das kann man nur hier gewinnen. Also macht's da wirklich alle mit dabei und dann könnt ihr das alles sehen, wie das vielleicht auch Backstage ausschaut. Vielleicht können wir da auch mal einen Blick hinter die Kulissen Ich werfen. bin mir sicher, dass wir Schauen das wir mal, ob können. wir das schaffen, ob wir Ist da jemand mal in der kurz Regie? zur Regie schalten können. Da sind sie. Hallo Jungs, Da winken wie sie euch. geht's euch? Schauen wir mal, ob die Danke, jetzt. alles Gut. bestens. Alles bestens. Krass, Weil die wir kann man hier sogar sitzen hören. oder weil die Community schon wieder so fleißig ist? Beides. Beides. Und genau da könnt ihr dann sein. Also gerne beim Gewinnspiel mitmachen. Jetzt müssen wir noch klären, wie kann man das denn gewinnen? Und vorneweg, Sie müssen nicht die Arbeit übernehmen, die die Kollegen in der Regie heute wieder übernommen haben. Gewinnen ist eigentlich ganz einfach. Schreibt es uns hinein in den Chat, warum ihr unbedingt dabei sein wollt am nächsten Donnerstag. Also 3x2 Tickets für einen sicherlich Richtig geil. unvergesslichen Abend hier bei uns im Studio der Admiral Sportshow. Vielleicht kennt ihr es ja schon von der letzten Sendung des vergangenen Jahres. Und eben jetzt ist es dann in einer Woche wieder soweit. Da starten wir dann um 18:30 Uhr hinein in die Sendung. Das auch ganz wichtig. Pips Trem schreibt schon, kann ich dann für Donnerstag die Regie übernehmen? Müssen wir mal fragen, die Kollegen, was Müssen wir sie mal bei dazu. dir Das klären kurz wir später nachfragen. vielleicht. Aber Annika schreibt zum Beispiel, wow, wie cool, cooler Gewinn. Philipp auch, juhu, geil wie immer. Und genauso ist es, ja. Und Dann für Verpflegung ist seid ihr mit natürlich dabei. auch gesorgt. Ja, wenn ich das weiß, komme ich auch nächsten Donnerstag. Das Wichtigste, natürlich, die guten Brötchen. Die sind wirklich sehr gut. Also macht's mit, kommt's vorbei. Und natürlich, hallo auch an alle, die jetzt bei Twitch mit dabei sind. Da gibt es ja heute ein besonderes Ja, Special, du weil, kannst Gedanken lesen, Kathi. Ich ja, wollte es gerade anscheinend sagen, so. jeder, Wir sind der da auch auf verbunden. Twitch seine Meinung abgibt, warum er unbedingt dabei sein will, verdoppelt die Gewinnchance. Genau Und so ist dann es. eben dabei zu sein. Natürlich auch ein hochkarätiger Gast wieder mit von der Partie dann am nächsten Donnerstag. Heute allerdings der Fokus einmal auf das, was sich dann ab morgen tut, Bundesliga und davor eben der Senf der Woche. Kommen wir schon zu dem, oder hast du noch Sozusagen irgendwelche machen wir das. anderen Kommen wir zum Geschichten? Senf der Woche. Da ist er nämlich, der Da ist er Senf jetzt. der Sehr schön. Woche. Genau, schau mal, was hat denn gewonnen? 59% die magischen ÖFB-Cup-Nächte. Ja, Das könnten wir Club-WM jetzt und Neuer großziehen, auf Platz 2. wie bei einer Wahl. Ja, stimmt. Sollen wir das machen? 59%. Ja, bitte mach mal. Und wir haben auch schon die ersten Hochrechnungen vorliegen. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr.
Die magischen ÖFB-Cup-Nächte kommen auf 59% aller Stimmen. Das ist ein Plus von XY% im Vergleich. Das hast du sehr schön gemacht. Möchtest du es gar nicht weiterhören? Nein, aber doch, nein? Bitte. Okay, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Starten wir rein. Erzähl uns mehr. Aber ja, Club WM und neu und die Bayern ex aequo auf Rang 2. Ja, das würde den Bayern in der Meisterschaft nicht taugen, aber nein, darum geht es ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ihnen sicherlich auch etwas, das ihnen sauer aufstößt, dass sie bei uns hier nur auf Rang 2 sind. Ja, aber beschäftigt sie sicher stark. Dafür, ÖFB Cup geht natürlich vor. Schreibt mal gerne, was ihr euch erwartet jetzt von dem Halbfinale. Die besten vier sind eingezogen. Wir haben LASK, wir haben Ried, Rapid und Sturm. Wer ist so euer Favorit fürs große Finale? Und vor allem, was erwartet ihr von den Spielen? Schreibt es mal gerne bei uns hier rein. Und wir sprechen die Spiele durch, hätte ich vorgeschlagen. Genau, machen wir das. Also du hast was dagegen? Nee, wir können gerne starten. Fang gerne mal an. Sturm gegen Salzburg, beziehungsweise Salzburg gegen Sturm, das war sicherlich eines der Highlights dieses Cup-Viertelfinal-Spieltages. Der Erfolg der Grazer im Elfmeterschießen, also über die volle Distanz ist es da gegangen. So richtig war spannend, ein Herzschlag-Einzug ins Halbfinale, kann man sagen. Man hat gesehen, dass Sturm nicht nur in der Meisterschaft die Bullen schlagen kann, sondern jetzt eben auch schon im Cup. Mhm. Ja, stimmt, das wird dann spannend. Eine lange Serie, die da auch zu Ende gegangen ist für die Salzburger, was die siegreichen Spiele betrifft. Das wird, wie du sagst, ja dann spannend, auch im Hinblick auf die Admiral-Bundesliga, in die wir in Kürze zu sprechen kommen. Aber du hast ja auch ein Backstage-Video für uns von Sturm Graz. Ein Backstage-Video, ein TikTok-Video. Ja, die bereits eine Kamera. Meine Kamera, sicher. Ja, seine Quellen. Kann man auch ausleihen bei mir, die Kameras? Nein, kann man nicht, aber wir können uns jetzt anschauen, wie die Grazer gefeiert haben. Benni, kannst du auch so cool tanzen? Ich wollte gerade sagen, das sind 1:1 meine Skills. Ja, der hat es sich so abgeschaut. Man kann nicht immer alles zeigen, es ist leider so. Aber vielleicht sehen wir das ja dann wieder im großen Finale, falls es Sturm gerade zuvor war Halbfinale. Aber das wollte ich noch kurz ausführen. Sturm und Salzburg, können wir dann auch darüber noch plaudern natürlich und auch schauen, was ihr dazu sagt, ob da die Lücke schon etwas zugeht von den Grazern hin zu den Salzburgern oder ob die Salzburger nach wie vor unantastbar sind. Cursi vorschreibt, ganz Österreich hat so gefeiert. Erinnert mich an Andi Ogris, der hier im Studio auch abgegangen ist, ganz wunderbar in unserer Weihnachtssendung. Aber ansonsten... Ja, Christian schreibt zum Beispiel auch, Sturm würde ich es auf jeden Fall rein sportlich gesehen schon sehr gönnen und da muss man ihm recht geben. Aber mein Herz natürlich hofft, dass Rapid das Ganze da nach Hause holt. Weißt du, wer Rapid-Trainer ist? Ja, ich weiß es. Aber das wäre auch was für uns vorbereitet. War kurz eine Frage, weil die Winterpause eben so lang war, 93 Tage. Kommst du dementsprechend schon hat Gerald auch geschrieben, die Länge der Winterpause lässt sich am besten so ausdrücken. Ich habe gerade gegoogelt, wer denn Rapid-Trainer ist. Kleiner Hinweis, Zoran 52 aus Wien. Du weißt Bescheid. Wunderbare Treffer von Bajic beim Sieg im Lavantal, Kathi. Wie hast du das Spiel verfolgt? Ja, das sorgt dafür einen Doppelpack, wird auch noch Player of the Match, auf jeden Fall verdient. 3:1 für Rapid ausgegangen, sind da eingezogen ins Halbfinale und ich hoffe so sehr, dass sie natürlich den Cup-Titel auch nach Hause holen dann. Hast du das Spiel verfolgt? Ich habe es mitverfolgt, ich war zu dem Zeitpunkt selber arbeiten, bin ja auch, wie du warst, vom Radio tätig, aber natürlich immer wieder dann so in der Statistik geschaut, wie das Ganze so ausschaut, aber ich war leider selber nicht vor Ort. Und bei dir? Ich habe es mitverfolgt, die Spiele, aber auch nicht vor Ort, sondern vor dem Fernseher und habe dann natürlich auch die anderen beiden Spiele verfolgt, zum Beispiel Wiener Sportclub gegen Ried. Hätte ich Roli gewünscht, dass es etwas geworden wäre mit dem Wiener Sportclub, der letzte Woche da war. Das war auch so eine coole Folge, die ich mir auch angeschaut. Der hat richtig Stimmung gemacht. Der Roli. Ja, aber diesmal kein Torschrei, vielleicht für das ein oder andere Ohr eh schade, besser. Schade, ich dachte, du hast zu Hause geübt und könntest heute ist, dann hier das präsentieren. Nein. Wir haben ja keine Treffer. Hat er auch sehr abgeliefert in der Folge. Ja, was Dezibel betrifft, ist er ihm um nur ganz wenig hinten nach. Liebe Grüße an dieser Stelle an den lieben Chris. Der hat sich auch eingeschaltet, also hier. Hi. Glaubst du? Natürlich, der schaltet immer ein. Der hat jetzt irgendwo Eisklötze geschnitten, habe ich gesehen. Auf Instagram oder wo? Also auf Instagram habe ich es gesehen, geschnitten hat das woanders. Wäre das auch was für dich? Eisklötze schneiden. Ja, habe ich noch nicht am Schirm gehabt, aber sag niemals was nicht nie. Ist, kann noch werden, oder? Und LASK gegen Austria Klagenfurt, da haben die Linzer den Einzug bewerkstelligt in die Runde der letzten vier. Die eine oder andere spannende Entscheidung da auch dabei gewesen.
Natürlich aber am Ende des Tages ein verdienter Erfolg für die Linzer, die ja dann in Kürze auch einziehen, nicht nur eben ins Halbfinale, sondern auch in ihr neues Stadion. In Linz war ja das letzte Spiel in Pasching. So ist es. Wird dann auch spannend sein, wie sich das da weiterentwickelt. Denn ansonsten, bei den anderen Vereinen haben ja die Stadien nicht immer unbedingt nur Glück gebracht in der letzten Zeit. Da haben wir noch einen Kommentar von Pips. Er sagt, er wünscht sich Rapid Sturm im Finale. Boah, das wäre schon cool, oder? So Rapid mein Verein, Sturm das ist sozusagen dein Verein. Das wäre so quasi das Battle dann zwischen uns. Für den gesamten Fußball in Österreich einfach wunderbar. Diese beiden Fangruppen, diese Mannschaften und dieses Spiel, das wir dann auch morgen schon sehen in der Admiral Bundesliga. Aber ansonsten auch Last gegen Ried, Oberösterreich, Derby. Also stimmt. Das wird spannend mit ganz, ganz großer Sicherheit. Das große Wunder von Ried, wer weiß. Ob das Wunder von Ried? Genau, wenn sie den Cup nach Hause holen. Also alles ist möglich. Gerade beim Cup wissen wir, da ticken die Uhren anders. Ja, das, ich würde sagen, der Cup hat seine eigenen Gesetze. Das hat er wirklich. Aber spannend wird es am 19. Februar dann die Auslosung der Paarungen. Dann wissen wir mehr, wer gegen wen dann spielen wird. Anfang April dann dieses Halbfinale und dann Ende April, Anfang Mai das große Finale. So ist es. Und ganz kurz möchte ich noch auf das eingehen, was Philipp Ebner schreibt im Chat. Es war auch kein Elfer, schreibt er mir quasi, der zum 1-0 führte für die Rieder. Ich bin da ganz ehrlich, auch wenn es da war, mittlerweile gesagt hat, dass es tatsächlich keiner war, anderer Ansicht. In meinen Augen war das schon ein regelwidriges Einsteigen des Wiener Sportclubs, des Verteidigers. Ich weiß, viel diskutiert, fast immer anders gesehen, aber ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Es war einfach für mich ein klarer Elfmeter. Haben auch Colinas Erben übrigens so gesehen, die legendären Twitter-User aus Deutschland, die alles wissen, wenn es darum geht, wie man richtig oder falsch pfeift. Fantechnisch das Beste, Sturm gegen Rapid, das glaube ich auch. Cedric schreibt da auch, der ist auch immer dabei, der Community-Rust. Mhm, der hat ist schon immer einen am eigenen Start. Spitznamen von uns. Deswegen ganz, ganz viel Posten, weil manche kennen wir wirklich wieder. Und das freut uns natürlich, ganz, ganz aktiv sein. Und ja, dann sind wir gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich würde sagen, schauen wir weiter, wir haben nämlich viel, viel zu bequatschen heute. Möchtest du dir noch vom Senf der Woche ein zweites Thema aussuchen, weil wollen heute wir? Alles anders ist? Alles oder möchtest du gleich ist. Weiterziehen? Ganz kurz neuer noch, ist ja auch... Er hat sich's heimlich gewünscht, ich sag's euch. Jetzt wisst ihr. So heimlich habe ich mir das nicht gewünscht. Aber natürlich eine spannende Thematik, was sich da tut in der deutschen Bundesliga bezüglich Manuel Neuer. Jan Sommer jetzt gekommen. Der spielt jetzt natürlich, weil Neuer eben lange verletzt. Die Frage ist nur, kommt Neuer zurück? Interview gegeben, das war auch in der Süddeutschen Zeitung eher eines, das den Verantwortlichen nicht ganz so geschmeckt hat. Pro oder Contra Neuer, schreibt es uns auch gerne hinein. Philipp schreibt Contra. Genau, warum ihr auch Contra oder Pro schreibt. Schreibt es mir das gerne dazu, es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, es ist natürlich krass, ne? Also wenn man dann, wenn so jemand wie Manuel Neuer dann so spricht, die sagen ja selber im Verein, es könnte auch einen Schaden dem Verein gegenüber haben, aber sie sagen, ihn zu kicken wäre auf jeden Fall ausgeschlossen. Also der bleibt auf jeden Fall, weil er ist halt auch so eine Größe dort. Weggeben kannst du ihn auch nicht. Die Frage ist nur, was du über den Sommer hinaus dann auch machst, ja, mit ihm, wie das weitergeht mit Jan Sommer und vor allem, wie das jetzt gelaufen ist, auch mit dem Dortmund-Trainer, ja, wo Neuer, Zitat, gesagt hat, sein Herz wurde rausgerissen, ja, hat er gesagt. Da wird mir mein Herz herausgerissen. Mhm. Dramatisch. Das ist Drama pur. Wirklich Drama pur bei den Bayern. Ob sich da noch auf die Meisterschaft konzentrieren können. Vor allem Dienstag gegen PSG. Also das wird auch eine spannende Sache. Da ist es dann auch besser, wenn man sich auf den Fußball konzentriert und nicht auf irgendwelche Nebengeräusche fokussieren muss. So ist es. Aber schauen, was der Chat sagt. John sagt, er darf seine Meinung sagen. Viel Pro, viel Contra. Daniel sagt auch Meinungsfreiheit. Philipp sagt Contra. Ich denke, als Angestellter hat man sich nicht öffentlich gegen den Verein zu äußern. Ja, es ist schwierig, weil zum einen natürlich kann man so die Meinung sagen, aber vielleicht auch in einem gewissen Rahmen. Es ist eine schwierige Debatte auf jeden Fall. Und Pips schreibt, Leistung zählt. Er ist nicht nur Mensch, nicht nur Spitzensportler und er hat eben auch seine eigene Meinung. Vielleicht hat er ja auch irgendwann sein eigenes Buch, wo er über das Ganze schreibt, wie heißt der schöne Prince Harry. Der schöne Prince Harry, den kenne ich gar nicht. Ich kenne mich mit dem Adelshaus ja, überhaupt schön. Nicht aus. Er ist schon schön. Können wir gefällt er dir? Ja, der schöne Prince Prinz, Harry. Hallo? Ja, nur weil er ein Prinz ist, dann muss der Prince Boateng auch gefallen. Nein, da bin ich eher Team Prince Harry. Team Prince Harry. Schauen wir mal, ist okay. Was Sie geschrieben haben, eben, wenn er mal auch so ein Enthüllungsbuch quasi schreiben würde. Ne?
Ja, ich glaube, da könnte man schon Das einiges ist steil erfahren. gegangen, was die Einkäufe betroffen Hast du hat. schon gelesen? Nein, ich werde es auch nicht Ja, lesen. ich vielleicht. Dann Habe ich werde ich mir dir fast berichten. gedacht. Ja, Ich glaube, warum? dass du so Bücher gerne liest. Ja, ich lese schon gern. Schon? Ja, du nicht? Ich lese sehr gern, natürlich. Was zum Beispiel? Ich lese vor allem gerne Biografien und inhaltliche Bücher, also es ist nicht irgendwas, was so völlig aus der Welt ist wie diese Biografie. Die Biografie? Okay. Okay, wir schweifen hier ab, aber es ist auf jeden Findest Fall du? ein, meiner Meinung nach, sicher ein interessantes Buch über die Royals. Aber wie gesagt, wir Viel schweifen hier komplett interessanter ab. Admiral Bundesliga Sixpack, wie ich finde, unser nächstes Thema nämlich. Genau, ihr könnt zeigen, dass ihr Fußballexperte oder Expertin seid. Tippt einfach mit Admiral Sixpack und da könnt ihr dann auch gewinnen. Alle Infos gibt es für euch auf admiral-bundesliga.at. So ist es. Und wir schauen uns die Spiele jetzt auch an, vor allem auch im Hinblick auf das, was im Frühjahr vielleicht auch passieren kann in der Admiral Bundesliga. 6 Punkte sind es, die Salzburg von Sturm trennen, aber auch dahinter geht es natürlich einerseits darum, über dem Strich zu sein und andererseits darum, nicht eine Spielklasse weiter nach unten zu müssen. Also das ist sehr, sehr spannend und spannend ist auch das ideale Stichwort, Kathi. Wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, dennoch Sturm gegen Rapid, der Kracher morgen um 20.30 Uhr, ausverkauftes Haus in Graz-Liebenau. Standortbestimmung für Rapid, die du wie einschätzt? Ja, sehr, sehr gut. Also ca. 1400 Fans werden mit dabei sein, werden dort ordentlich Stimmung machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da gut aus der Winterpause rauskommen und auch ein Sieg mit dabei ist. Was ist so deine Einschätzung? Ich glaube, dass es ist schwierig, das muss man vorwegschicken. Beide Mannschaften jetzt über die 120 Minuten gegangen im Cup. Sturm noch die paar Elfmeter mehr am Buckel, aber das wird dann nichts mehr ausmachen. Das war eine reine mentale Geschichte. Das kommt wieder weg, wenn du die Bullen aus dem Bewerb wirfst. Aber es ist ein spannendes Spiel, glaube ich, vor allem auch, weil man dann erstmals auch in der Meisterschaft sehen wird, wer da besser hineinstartet in das Frühjahr Cup. Du hast gesagt oder ich habe dir diese Worte in den Mund gelegt mit den eigenen Gesetzen. Dementsprechend ist das schon eine sehr interessante Bestimmung, eben vor allem auch für Rapid, die tabellarisch natürlich auch Boden gut machen müssen, wenn sie dann auch nach oben wollen in der Tabelle. Ich drücke die Daumen. Neuzugänge bei Das Sturm ja kriegen wir auch mit hier. an Bord. Okonkwo, der Keeper, und Brian De Schera. Bei Rapid Philipp Vitra. Sind wir auch schon gespannt, was die dann abliefern. Nur 4 Punkte Rapid über dem Strich. Ja. Schielst du nach oben oder nach Nach unten? oben natürlich, immer nach oben, immer Richtung Meistertitel, alles. Mission Hallo, 33. hallo, nächstes Jahr vielleicht, also Ich mal habe ja gar nichts dagegen gesagt, ich habe es schauen. ja nur festgestellt. Sturm knapp mit einem Tor zum Sieg, schreibt Steve Marik. Unentschieden safe, schreibt Ümit und auch Alexander schließt sich dem an. Ich denke, es wird ein X. Was denkst du bei Salzburg gegen Austria-Lustenau? Ja, ehrlich gesagt. Eher klarer Favorit in dem Fall Salzburg. Findest du? Vor allem auch die Buchmacher sehen so Quote 1 zu 14,5 für Austria-Lustenau. Da wird es natürlich interessant sein, wie das Team aus dem Ländle den Verlust von Brian De Schera gut machen kann. 13 Scorerpunkte in einer halben Saison, das ist schon etwas, was du vor allem auch als Aufsteiger erst einmal ersetzen können musst. Und vor allem, wenn man sich anschaut, welche Gegner da noch warten, nach Salzburg, dann die Wiener Austria, der LASK Sturm, also da kommen schon noch einige schwierige Gegner auf die zu, dann in der nächsten Zeit. Aber Bei sag Rapid niemals findet nie. die Mission 33 immer erst nächstes Jahr statt. Was sagst du dazu? Ich glaube an uns und An wir uns werden noch oder überrascht sein, an uns was da alle noch hier. passieren wird. Minimum 4 Salzburg-Tore, schreibt Christian. Wir bleiben dran, wie es so schön heißt im Journalistenjargon. Ja, Salzburg, übrigens auch die meisten Neuzugänge. 44 waren es, glaube ich, was die 44 gesamt, gesamte Salzburg, Bundesliga aber ich weiß betrifft. nicht, wie viele, neun, neun circa. Ja, auf jeden Fall die meisten Neuzugänge. Da wird es spannend werden, wie sich das dann auch am Feld zeigen wird. Genau, 9 Salzburg, Hartberg und Altach mit 8 übrigens auf Platz 2 mit Zumindest 8 in dieser Neuzugängen. Tabelle. Zumindest in dieser, ja, da hast du recht. Nicht ganz vorne in der Tabelle der WAC, nämlich was die einzig entscheidende Tabelle betrifft, nämlich die, wo auch die Punkte stehen. 9 Niederlagen aus 16 Spielen, das ist dann ein überschaubarer Herbst gewesen für das Team aus dem Lavantal. Und auch im Cup jetzt das aus. Das wird dann auch schon ein sehr wichtiges Spiel sein, dass man da nicht sowohl im Cup als auch in der Meisterschaft einen Fehlstart hinlegt.
Ja, da sind wir schon ein bisschen mit WRC im Tabellenkeller schon unterwegs, könnte man sagen. Schreibt mal gerne, was denkt ihr? Wer wird da heuer gefährdet sein im Tabellenkeller? Wer wird vielleicht sogar absteigen? Würde mich schon sehr interessieren. Schreibt es mal gerne jetzt hinein. Und vielleicht auch, was ihr vom Spiel WRC gegen WSG erwartet. Was ist so deine Erwartung an dieses Duell? Es ist schwierig, wie der WRC auch in der Meisterschaft performt, aber ich finde, was die WSG in den letzten Jahren aufgebaut hat in Tirol, wirklich beachtenswert. Die machen einen tollen Job. Auch tabellarisch spiegelt sich das wieder. Ich denke, dass die auch unter den Top 6 wieder mitspielen Die werden. WSG? Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Dementsprechend wäre es schon machbar, dass die da gewinnen in Kärnten, aber ja, Da es wisst ihr, ist. die Wölfe waren auch immer für Überraschungen gut, also man weiß es nicht. Aber Es Pips wurden zum wieder Wölfe Beispiel, gesichtet, stimmt, in Österreich. Pips zum Beispiel schreibt 2 zu 1, Chris schreibt 1 zu 1 und Aber Steve das ist schreibt nicht dieser WRC Chris, oder? unentschieden. Also ja, schau, ich sage ja, der Chris schaut zu. Glaube ich Hi an nicht. der Stelle. Hartberg, Absteiger Hartberg, Hartberg, Philipp Körsi. Ja, Dann zu kommen wir Hartberg gleich zu kommen wir diesem jetzt, Spiel würde ich sagen. Ja, die mit einer Ried Quote von trifft auf 3,4 zu Hartberg. Gast im Innviertel. Interessante Partie, vor allem auch alles neu bei den Hartbergern, kann man sagen. Neuer Trainer, zeitgleich auch neuer sportlicher Leiter, Markus Schopp. Und auch einige spannende Neuzugänge, vor allem jetzt auch mit Dominik Prokop und mit Donis Avdija, zwei Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung haben und auch schon wissen, wie es läuft in der Admiral-Bundesliga. Sicherlich ein Faktor, der extrem wichtig ist in dieser Phase der Meisterschaft. Ja. Du bist Letzter, spielst gegen den Tabellenvorletzten auswärts. Ja, vor allem Da brauchst du auch einen guten Stab. Diese Kellerduelle sind halt immer sehr emotional. Und vor allem, da geht es ja wirklich um jeden einzelnen Punkt, den du da mitnehmen kannst. Aber spannend wird es auf jeden Fall bei Markus Schopp, weil den kennen wir ja schon von früher, wo er schon mal bei Hartberg war. Und da hat er eigentlich gar nicht so schlecht performt. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er Hartberg da aus der Krise rausholen wird. Aber jetzt schauen wir mal kurz, was der Chat so sagt. Philipp sagt, Hartberg steigt ab. Körsi ebenfalls Hartberg. Gibt es vielleicht noch ein paar Meinungen, wer wird absteigen? Schreibt es gerne mal rein. Ich habe keine Meinung, wer absteigen wird, aber ich habe eine Meinung, was wichtig sein wird in dieser Phase der Meisterschaft. Du darfst nicht zu schnell nervös werden. Wir haben erst die 17. Leichter Runde. Gesagt als das getan, ist richtig, gell? Aber wir haben erst die 17. Runde. Ja. Nach 22 werden einmal die Punkte halbiert. Ja. Also da vor ist es, glaube ich, schon wichtig, dass die Vereine auch den Mannschaften die Zeit geben, das Team zu entwickeln. Und nervös werden kannst du in Runde 26 dann genau noch immer. Und vor allem haben wir die Mindset-Falle, die haben wir jetzt eh schon unzählige Male hier angesprochen mit unseren coolen Gästen. Und wenn es da mal drinnen bist, dann ist es, glaube ich, schwierig, da wieder rauszukommen. Umso wichtiger ist wahrscheinlich jetzt ein Auftaktsieg für den Start nach der Winterpause, einfach um dieses Selbstbewusstsein mitzunehmen. Aber schauen, was der Chat so schreibt. Übrigens sagt, Altach wird absteigen. Das wäre natürlich bitter, ja, für Miroslav Klose da. Das ist richtig. Der Trainer oder der Ex-Starspieler, der jetzt als Trainer unterwegs ist. Ich würde sagen, schauen wir gleich weiter zum nächsten Duell, wenn wir schon mit dabei sind. Altach trifft auf den LASK mit Didi Kübauer. Was ist so deine Einschätzung für dieses Duell? Ich glaube, dass die Linzer das entscheiden werden, diese Partie. Sagen auch die Buchmacherquote 1 zu 1,75 für die Linzer, die man jetzt auch tatsächlich wieder als Linzer bezeichnen kann und nicht als Baschinger. Und die Quote auf Sieg Altach 4,55. Also Buchmacher sehen so, ich sehe so. Hast du jetzt irgendetwas dagegen einzuwenden? Nein, einzuwenden nicht. Sehr gut. Einzig spannend wird es wahrscheinlich für Hussein Balic, der war ja beim LASK und kommt jetzt zu Altach. Glaubst du, könnte das vielleicht so ein Vorteil sein, dass er sagt, hey, so und so schaut es aus intern, das könnte irgendwelche Tipps geben? Ich glaube, dass der natürlich motivierter ist, das berühmte Quäntchen, als wenn er jetzt gegen Hartberg oder sonst wen spielen würde. Aber dass der jetzt die Infos hat, die das Trainerteam nicht erarbeitet hat, das glaube ich nicht. Also. Ja, die Backstage-Insider-News. Glaubst du, dass die so mal entscheidend schauen, sind? Mal schauen. Na, auf jeden Fall wird es ein spannendes Duell. Ich würde auf jeden Fall Altach nicht abschreiben, weil großes Ziel ist halt der Klassenerhalt und ich könnte mir vorstellen, dass sie es schaffen in der Saison. Ja, du kannst auch mit einem guten Start noch Richtung Top 6 schauen. Auch wenn es schwierig wird, aber es ist noch möglich. Und wir schauen zu FAK gegen Austria Klagenfurt. Das ist auch auf jeden Fall möglich. Was erwartest du dir da vom Duell? Wird spannend. Michael Wimmer, erstes Spiel als Trainer bei den Wienern. Wie sie da schon sein System angenommen haben. Aus dem Umfeld hört man ja nur positive Sachen eigentlich von ihm. Aber es wird interessant, ob das dann auch am Platz so aussieht oder ob das eben nur in der Kabine und am Trainingsplatz so ist, weil das bringt am Ende auch keine Punkte. Und der Vorteil für Austria Klagenfurt, die haben schon
ein Spiel in den Beinen, wenngleich eines, das man eben nicht erfolgreich gestalten konnte. Wimmer auch noch rot gesperrt vom Cup, von der berühmten Notbremse, wie es früher einmal geheißen hat. LASK hat sich schon verstärkt im Winter, schreibt Christian. Sie werden mit Rapid 2-0 tippt Steve auf die Austria. Wir könnten uns eigentlich auch noch durchtippen durch diese ganze Sache. Ich würde sagen, machen wir das. Machen wir das. Machen wir das gemeinsam diesmal, weil wir betteln uns ja immer, wer tippt besser. Machen wir es einmal zusammen. Wir wissen, dass ich das besser kann. Willst du dich jetzt anhängen bei mir? Wir werden das hier im Kollektiv einfach machen. Machen wir das so. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Admiral-bundesliga.at hinein in den Sixpack. Da müssen wir jetzt, du weißt, kann mein, nur Herz, werden, aber mein Herz schlägt grün-weiß, da müssen wir jetzt bitte auf einen Sieg für Rapid tippen. Können wir gern machen, wenn du dich einloggst, aber nachdem da ich eingeloggt bin, bitte ich dir, maximal ein Unentschieden an. Machen wir 1-1, bist du einverstanden? Ja, machen wir schon Sieg Rapid. Wir haben letzte Woche den Rapid-Gott hier sitzen gehabt, allein deswegen müssen wir das machen. Vorletzte Woche. Nein, 1-1. Hey, komm. Ja, 1-1. Mach mal Sieg Rapid und das nächste darfst du dann bestimmen. Mach mal Sieg Rapid. 1-1, passt. Aber das ist ja dann nicht gar nicht fair hier. Das ist sehr fair. Salzburg gegen Austria-Lustenau. Ich glaube, das wird eine klare Sache für Salzburg. 3-0, würde ich sagen. Ich gebe dir einfach recht. WRC gegen WSG. 2-1 WRC. Ich würde eher fast Sieg WSG. Aber die Statistik hält's mit den Lavantalern, ich sag's nur. Ja, weißt du, wir gehen nicht immer mit der Statistik. Gut, du gehst immer mit der Statistik. Das ist wahr. Es ist zum Verzweifeln, liebe Community. Gut, dann kriegst du jetzt mal den Joker, dann sagen wir WRC. Ich brauche keinen Joker, das ist ja... WRC. 2-1 WRC. Na, 1-0. 2-1. Hauptsache, die liebe Kathi sagt irgendetwas anders als ich. Völlig egal was. Das ist gar nicht wahr. Ried gegen Hartberg. Das ist nicht wahr. Schön, dass du bei deinen Tipps... Du kannst auch mal vorlegen, gell? Und kann ich schon mich anschließen, oder nicht? Ich habe ja die halbe Zeit vorgelegt. Ried, Hartberg, 2-2. 0-0. 2-2, glaube ich nicht. Okay. Ohne Worte. Ohne Worte. Alter, also da tippst du jetzt 0-0 ein und wo ich einmal wollte, dass du meinen Tipp eintippst, ich habe jetzt dreimal deine Wünsche erfüllt. Einen einzigen habe ich gehabt, aber okay. Ist und so okay, ist Benni, es. Das dreimal habe ich dir die Wünsche erfüllt. Ja, passt. Und ich bekomme trotzdem eine auf den Deckel. Sag, was Alter gegen LASK so, macht. Du darfst den letzten. Jetzt wieder großzügig sein. Das so jetzt. Ist es. 1-2. Für den LASK. Passt. Genau, so ist es. Haben wir eingeloggt, ich schauen wir. Ich würde noch gern Austria-Wien tippen. Achso. Gegen Austria-Frankfurt. Ja, was der mit Rapido. Also, da darfst du gar nicht. Vergisst man das ein oder andere Mal auf die Austria, aber das darfst du jetzt gerne. Oh, das war jetzt aber schlagfertig. Das darfst du jetzt gerne auswählen. Darfst du das Wort Austria eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, das oder? Das war schwer. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen dich, was ich eingeloggt habe. Aber ich habe es trotzdem eingeloggt. Aber den ersten müssen wir trotzdem noch ändern. Das ist jetzt schon ins Stein gemeißelt, da geht gar nichts mehr. Aber ich habe eine gute Nachricht, weil meine Tipps sind immer super. Wenn wir tatsächlich gewinnen sollten, wird das einem guten Zweck zugutekommen. Das machen wir, auf jeden Fall. Dieser Sixpack-Erfolg. Die Tipps sind gespeichert. Ich bin mir sicher, dass wir da einen guten Erfolg haben. Klar. Ja, wenn wir zwei die Tipp-Kaiser und Tipp-Queen hier da zusammentippen, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, du sagst es. Ich habe dich doch noch auf den richtigen Weg gebracht. So, schauen wir, was der Chat dazu sagt. Chat streitet sich nicht so wie wir. Der ist sprachlos. Der ist wer, wirklich? Den ersten anfechten lassen. Ja. YouTuber schreibt, ich wäre nächste Woche gern dabei, um zu sehen, wie es Backstage abläuft. An der Stelle nochmal das Gewinnspiel, können wir da gerne nochmal erwähnen. Einfach schreiben, warum ihr hier mit dabei sein wollt und dann schaut ihr einfach gemeinsam mit Benny und mit Chris und einem spannenden Gast, den wir jetzt noch nicht verraten werden. Aber mit Bingo, das kann ich glaube ich schon genau, verraten. Das ist wieder mega witzig. Und da gibt es natürlich auch was zu gewinnen, also gerne mit dabei sein und schreiben, warum ihr da am Start sein und wollt. Und jeder, der hierher kommt, bekommt auch 50 Euro Admiral Wettguthaben und ein Goodiebag dazu. Also noch einmal ein Grund mehr mitzumachen bei unserem Gewinnspiel. Einzige Voraussetzung, ihr müsst über 18 Jahre alt sein, aber das ist eh eine logische Geschichte. Und das Philipp schreibt, den ersten anfechten lassen, ändern Rapid, gewinnt 2-1. Schau, deswegen wäre auf meiner Seite. Danke Philipp für den Support an der Stelle. Ich lasse euch den Glauben bis morgen, 22.15 Uhr und dann... So frech heute, wirklich. Realistisch. Geht gar nicht.
Wenn Rapid 2-1 gewinnt und alles andere richtig ist, liebe Körsi, nein. Brauche ich gar nicht. Naja, lieber Steve, die bekommen natürlich ich. Nein, guter Zweck haben wir schon gesagt. Das definitiv. Was wir noch nicht gesagt haben, uns gibt es auch zu hören, falls das überhaupt irgendjemand jetzt noch möchte nach diesem. Natürlich. Schon? Ja, gerne dann zum, was haben wir letztens mit dabei gehabt, zum Training, den Podcast hören, zum Laufen gehen oder zum Einschlafen. Zum Einschlafen, das ist super. Hört unseren Podcast zum Einschlafen. Überall, wo es Podcasts gibt. Auf, wie hast du zuletzt ja schon gesagt, auf circa 5 Plattformen. Circa 5, ja, circa. Ja, überall, wo es Podcasts gibt. Auf 4 bis 6 Plattformen und auf mindestens genauso vielen Plattformen oder nicht ganz, können Sie auch mitmachen bei unserer Aktion. Das Spiel in einer anderen Liga, da habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Amateurverein ein Spiel zu besuchen aus der Admiral Bundesliga mit Stadionführung, mit eben die Tickets für dich und deinen Verein, für alle breiten Fußballvereine diese Aktion. Eine coole Geschichte und alle Infos dazu unter admiral-bundesliga.at. Auch genau. Etwas, wo man dann, na, geht sich morgen nicht aus, dass man da morgen schon dabei ist, aber dann eben in Zukunft. Demnächst. Und jetzt kommt auch noch der lustige Teil, weil du hast was vorbereitet. Ja, das sehen wir erst, ob das lustig wird. Ich hoffe es. Aber die Community kann Fragen hineinwerfen in den Chat an uns beide. So genau, also gerne entweder oder Fragen in den Chat reinhauen. Alles, was ihr immer schon mal wissen wollt. Und das werden wir dann hier beantworten. Schauen wir mal, was reinkommt an Fragen. Benni, aber nicht, dass du als guten Zweck Chris Stefan angibst. Nur weil der es ehrenamtlich macht, kann ich ihm deswegen nicht das ganze Geld abgeben. Für anständige Hemden, ja, seine Vorhänge sind ein Skandal, das wissen wir, aber... Hat es da nicht einmal einen Film gegeben, so ich einfach unverbesserlich oder irgendwie so? Könnte bei ihm dann heißen, aufgrund der Kleiderauswahl, ich einfach verbesserlich. Oh, das war jetzt aber fies. Schon? Ja. Bist also du... das ist halt sein Markenzeichen. Er kann es tragen. Er kann es tragen, okay, danke. Passt. Wann ist die Verlosung, schreibt Ümit. Bisher müsst ihr noch warten, also gerne dranbleiben, wann die große Verlosung ist. Ja, ich würde sagen, starten wir einfach rein. Du hast dich ganz schön in diese Admiral-Box vorbereitet. Was sind das? Entweder-Oder-Fragen? Ich weiß ja, also nichts, er weiß alles, also keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, danke, können wir das nochmal festhalten? Ich weiß nichts, er weiß alles. Er weiß alles, was hier passiert, ja. Philipp schreibt, bist du öfters im Stadion und wenn ja, neutrale Tribüne oder Block West? Also ich bin natürlich ab und zu im Stadion und ab und zu schaue ich mal, ich kann eigentlich überall vorbeischauen, also wer weiß, wo man sich mal sieht, aber auf jeden Fall bei Heimspielen immer mit dabei bei Rapid. Was sind so die Stadien, wo du gerne bist, Benni? Oder wo findet man dich, wo trifft man dich an? Eigentlich immer hier im Studio. Nur hier, du wohnst hier. Ich wohne hier. Unter dem Tisch. Ja, Leute, wenn ihr wisst, was da alles drinnen ist, da ist es urviel Platz da unten. Ja. Oh, Wahnsinn. Also. Dass da noch alles versteckt ist. Sachen, es ist der pure Wahnsinn. Das Einzige, was fehlt, ist die Hupe, habe ich letztens gehört. Wo ist die hingekommen? Nein, die fehlt nicht, die ist nur nicht da. Die hat der Chris mit und das ist auch gut so. Wurde sie entfernt, meinst du laut? Okay. Bin gespannt, ob es jemals jemand schaffen wird, alle Spiele richtig zu tippen. Ja, das ich auch. Hat es das schon mal gegeben? Ich glaube nicht, oder? Nein. 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 Das weiß die Regie. Wo ist die Regie? Schalten wir mal zur Regie rüber. Regie ist noch da, die allwissende Regie. Hi an der Stelle. Seid ihr einverstanden mit unseren Tipps? Nein. Warum? Weil Rapid verlieren wird. Okay. Also mit meinen Tipps einverstanden. Ja. Das sehe ich ganz anders hier. Die Leistung war sehr gut von Sturm gegen Red Bull. Ich glaube, die werden sehr gefährlich noch. Wir haben in der Zwischenzeit ein wunderbares Kompliment bekommen. Was macht ihr eigentlich beruflich? Ja, das ist eigentlich mein Beruf zu moderieren, ja. Also normalerweise. Großartige Frage. Aber normalerweise sieht man mich nicht beim Radio, ne? Vielleicht ist es deshalb. Nein, ich nehme es als Kompliment auf, Benni. So ist es. Ja. Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Nein, also beim Radio natürlich, bei Rapid bin ich immer am Start. Das ist so das, was ich mache. Und natürlich hier bei der Admiral Sportshow. Entweder oder Fragen, haben wir das gesagt, dass man die genau, reingeben also sollte? Genau, ich stelle sie einfach oder? Dir, oder? Und du stellst sie mir. Wenn du meinst. Gut, fang mal an. Ich habe noch nie ein peinliches TikTok gedreht. Du, hast du nicht? Jetzt musst du sagen, ja oder nein. Ich habe dich nur mal gefragt. Ich frage ja dich. Ich drehe keine peinlichen TikToks. Okay, du? Jetzt bist du dran. Na, ich will das jetzt kurz diskutiert wissen. Na, dabei war jetzt noch kein peinliches mit dabei, aber ich habe ja, auch aktuell keins online, aber das kommt noch. Der große Durchbruch kommt noch, meine Lieben. Da müssen dann alle folgen. TikTok? Ich bin auf TikTok, ich heiße dort Radio Katie. Ist das wer anderer jetzt? Hattest du nicht noch einen Account? Nee, wieso?
Einen ich habe mir doch extra einen gemacht. Radio Katie. Ach so? Ja, ich der bin heißt, verwirrt. Gibt es noch einen anderen? Es gibt einen alten, aber... Wie viele Follower hast du? Ich glaube, so um die 600 habe ich jetzt. Die 600? Ja. Du lügst, wir können uns das anschauen. Machen wir gerne den Live-Test. Nein, ich mache keinen Live-Test, schau. Doch, wenn es schon... Nein, schau. Das sind halt, Leute, das bin nicht ich. Das sind entweder ein altes Profil, aber ich bin das auf jeden Fall... Du? Das stimmt gar nicht, ich zeig's euch hier. Du. Es ist geklärt, TikTok ist geklärt. Welches Match würde ihr am liebsten live sehen im Kasten? Nee. Wir gehen jetzt live auf TikTok. Warte mal, ich bin ja nie da drin. Hier, Radio Kate, sorry, nicht Katie, mit 633, jetzt plus 1 Follower. Irgendwer ist jetzt gerade gefolgt, also vielen Dank an der Stelle. Oh Gott, hier so die Entwürfe müssen wir hier verdecken. Oh. Weil das sind vielleicht die peinlichen Videos, kann man das überhaupt lesen? Siehst du, bist Kathi Underline-Wellepper. Nee, ihr müsst schon Radio-Kate. Keine Ahnung, was das andere für ein Profil ist. Wichtig, wenn man bei dir nicht sicher ist. Okay, sorry. Wichtig ist, dass man weiß, B Underline Vollmann auf TikTok, der Rest. Ey, das ist voll Fake News hier, was hier verbreitet wird. Über diese Fake-Profile. Naja, wurscht. Machen wir weiter. Also du musst mir wir eine Frage stellen. Wir müssen den Chat beachten. Ja? Der hat ja auch Fragen. Wer war der geilste, spannendste Gast bislang, schreibt Cursi 4. Das ist echt eine gute Frage und das klingt jetzt total politisch, wenn ich das so sage, aber es waren viele interessante dabei. Und wer war so dein Favorite oder lustigste, coolste? Chris Stefan, schreibt Cedric. Der war ja auch mal als Gast mit dabei in einer der ersten Folgen. Der hat sich da irgendwie so eingeschlichen und dann haben wir ihn nicht mehr wegbekommen. Ja, der wahrscheinlich ist er jetzt immer noch da drunter. Dann Nein, kommt er alle zwei Wochen. Chris Stefan würden wir hören, wenn der im Tisch versteckt mit seiner Hupe. Na, bei mir war es auf jeden Fall Steffen Hoffmann, Fußballgott. Es war schon cool, so eine Riesenlegende einfach hier sitzen zu haben. Ja, das war cool. Aber bleibst du bei alle oder möchtest du dich festlegen? Bei viele bleibe ich. Gut, nächste Frage. Weil du fragst mich ja nichts, jetzt frage ich dich. Ich süßes oder Chat. Salziges Popcorn? Ja, süßes Popcorn ist leider ein kompletter Skandal. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich finde auch salziges Popcorn besser. Ja. Die Butter-Flavored Popcorn. Champions League-Sieg oder Traditionsverein? Was sagst du? Ich überlege gerade, ob nicht beides auch gehen würde, theoretisch. Du kannst auch beides machen. Nein. Ob man nicht als Traditionsverein die Champions League gewinnen kann. Ich entscheide mich schon für eines, aber das war nur die Überlegung vorneweg. Aber ich würde nehmen, schwierig, kommt drauf an. Als Spieler wahrscheinlich Champions League-Sieg. Ja, wahrscheinlich, naja. Ich glaube, es ist beides wahrscheinlich. Auf jeden Fall, nächste spannende Frage, wer ist besser, Messi oder Ronaldo? Leute, die Frage ist doch klar, Ronaldo, hallo? Ich tue es so ungern, aber ich muss dir recht geben. Ich habe da was für dich. Wie bitte? Wie war das? Was habe ich gerade gehört? Mir wird recht gegeben. Ich tue es ungern. Ich habe es einmal auf Kamera. Benni gibt mir recht. Sport schauen oder Sport machen? Ah, beides. Auf jeden Fall. Bei dir Schoko oder Vanillepudding? Ja, Team Schoko. Ah. Bist du Team Vanille? Ja. Wer hat sich eigentlich dieses Spiel da ausgedacht? Wie lange hast du eigentlich gebraucht, diese ganzen tollen Fragen hier zu schreiben? Ja. Seit letzten Donnerstag. Fußball oder Eishockey? Ah, Fußball. Ja. Bei dir? Ich sehe den Puck nie. Kleiner so Hinweis schnell. An Sven Lutscher. Gut, wie viel machen wir jetzt noch? Was haben wir bei Regensport Haaland oder bei Hitze? Haaland oder Mbappé? Haaland, weil den habe ich einmal in echt gesehen. Den habe ich mal die Hand gegeben beim Vorbeigehen. Im Stadion, wo ich halt arbeiten musste. Ob er das auch jetzt erzählt in England? Ja, was? Der hat gesagt, die von der Sportschau hat er schon mal gesehen. Na, war voll sympathisch. Der war, glaube ich, mit seiner Freundin noch mit dabei, auch voll die Süße damals gewesen. Aber es ist viele Jahre her, da war er noch in einem anderen österreichischen Verein. War er nur bei einem? Er war bei Salzburg. Aber auf jeden Fall ein cooler, total bodenständiger Typ. Richtig, also keine Starlin oder irgendwas. Ich meine, klar, da war er noch jetzt noch nicht so fame wie jetzt, aber das ist einfach gemerkt, der hat Talent. Und er ist auf jeden Fall am Boden geblieben. Und bei dir? Ich bin für Haaland. Weil mir du dich mehr an? Ja, aber nicht, weil ich ihn mit seiner super süßen Freundin mal gesehen habe, das ist mir ziemlich gleich, sondern viel eher, weil er mir als Spielertyp richtig taugt mit seiner explosiven Art, sein Antritt, seine Torgefahr, das ist einfach großartig, was der da zeigt. Ich finde, es muss beides sein. Ein Spieler muss auch irgendwie sympathisch sein. Er muss die super süße Freundin haben und er muss schnell sein, oder wie? Nee, aber als sympathisch, menschlich am Boden geblieben und sportlich, das ist, finde ich, die beste Kombi. Weil wenn du als Spieler irgendwie dann arrogant oder eingebildet bist, komm nicht so gut rüber. Alexander schreibt, habt ihr schon einmal Pizza mit Pommes und Würstel drauf in Italien gegessen? Nee, habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Du? Schwerer Fehler. Schmeckt richtig großartig.
Wobei Würstel oft, Pommes oft fast zu viel, aber mit Würstel drauf ist super, kann ich empfehlen. Also falls wer mal Alles in, klar. Haben wir das auch geklärt? Gut. schon, Pizza Pizza Hawaii Hawaii. oder Auf Currywurst? jeden Fall Pizza Hawaii, aber ohne Schinken, weil ich esse kein Pizza Schweinefleisch. Hawaii ohne Ananas. Schau, haben wir es auch gut Nein, es war aufgeklärt. eigentlich nicht meine Antwort. So, wie lange willst du es jetzt noch machen, Ey, die oder? Community ist ja hin und weg von unserem. Ich bin beim Sixpack-Tippen noch nie falsch gelegen. Wie jetzt? Komplett falsch oder eine falsch? Weil Noch eine nie falsch, aber ich falsch. hatte auch schon mal richtig. Richtig unfalsch. Richtig und falsch. Und bei dir? Ich hatte auch schon mal was falsch, aber Ja. selten. Ich Alles bin klar, werden wir so. dann eh sehen. Werden wir sehen. Kariert oder strichiert? Kariert hat man in der Schule immer für beides verwenden können. Die karierten Hefte. Strichliert, habe ich auch noch selten gehört. Und Ist das Linien. liniert? Ja. Okay. Würde ich sagen, kariert. Du? Schon, ja. Weil damit kannst du alle Unterrichtsformen bedienen. Es wird so intellektuell heute. Wollen wir das? Ich frage mal die Regie. Okay, Ist ich die. habe noch Ist eine, würde ich sagen, jeder macht noch eine letzte Sache, okay? Würdest du lieber nur noch Huhu sagen, statt ja, oder jetzt einen kleinen Freudentanz für uns aufführen? Ich sage nur noch Juhu. Das ist großartig. Das heißt, du darfst nicht mehr ja sagen, gell? Juhu. Hat dir die Sendung gefallen? Juhu. Und Oh dir? je, er wird sehr Ich gefallen. würde mich interessieren, ist die Regie noch da? Hat die Sind noch schon Zeit oder heimgegangen, weil sollen wir schon. wir. Nein, sind noch Wollt da. ihr noch oder haben wir schon fertig? Geht schon noch. Haben Geht wir noch. fertig, Also nämlich. Schnitzel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn mit. Wie ist Schnitzel. das Zwetschgenröster? Beste Kombi. Liebe Ohne ich. Zwetschgenröster. Das ist halbwegs gesund, das mag ich nicht. Cedric schreibt Fidschi-Wasser oder Studiwasser. Da ihr mal wisst, wie gut das schmeckt hier, das Studiwasser. Das ist ganz Na, was Besonderes. Und schenke für ich mir gleich nochmals nach. du schenkst ihm mal nach. Und für die, die es schaffen, hier mit dabei zu sein bei der Watch Party, dann könnt ihr auch dieses tolle Da Studiowasser gibt's Studiowasser für probieren. alle. Es ist ein Wahnsinn. Kann man übrigens, so heißt es, Sehr das erfrischend, Studio ja. schon? Ja. Das klingt jetzt wie aus der Werbung. Wir könnten, bald haben Das wir hier Studiowasser. Römerquelle oder irgend so jemanden. So, Thunder schreibt schon, sie haben die reguläre Unterhaltungszeit überschritten. Aber immerhin schreibt er Unterhaltungszeit. Dankeschön an der Stelle. Nutella mit Butter oder ohne? Ohne. Alles andere ist ein No-Go. Aber wir haben gerade kurz aus der Regie. Wer war das Mit, in der Regie? mit, mit. Wer hat sich jetzt geoutet? Mit. Beide sind für mit? Mit. Ja, wir Philipp sind ist uns auch mit. einstimmig für mit Butter. Mit. Oh mein Gott, Nein, Butter das ist potenziert den crazy. Geschmack Ja, um 10-fache. Butter ist Geschmacksträger, dennoch mehr persönlich. Wer too much, was sagst du? Ja, ohne Butter. Ich bin erschrocken über die Frage. Pips schreibt Studiowasser, ich muss unbedingt zu euch. Also wenn das nicht der letzte Grund ist, warum man unbedingt hierher will, weiß ich es auch nicht, ja. Aber eigentlich traurig, wenn jemand. Steve schreibt Studiowasser bald im Supermarkt. Das Ja, wär's. Das absolut. Admiral Sportshow Aber Studiowasser. Pips auch mit Butter, Nutella. Krass. Martin ohne. Mit Butter. Ich wusste nicht, dass so viele tatsächlich mit Butter essen. Spannend. Hat es eigentlich jemand schon mal mit Margarine gegessen? Könntest du ausprobieren? Aber schön, dass wir die Admiral Sportshow sind eigentlich. Ja, wir sind abgedrückt. Aber genau das war so cool heute in dieser Folge, dass wir einfach so ein bisschen mit euch interagieren können, euch ein bisschen kennenlernen und ihr uns auch kennenlernen konntet. Ja, ich würde sagen, möchtest du noch eine Frage stellen oder Ja, ich bin hin und weg belassen von. wir Nein, ich es? bin hin, für Studiowasser in den Admiralfilialen. Das wär's. Das bringen wir groß raus hier, Leute. Wirklich. Das Studiowasser, das Admiral Das Studiowasser. Ja, Studiowasser. ich würde sagen, jeder macht noch eine letzte Frage und Bitte, wenn du das sagst, dann muss du ich schaue hier, was da für WM oder spannende Olympische Fragen Spiele? gibt. WM. Aber auch Olympische Spiele schaue ich auch Kommt drauf gerne. an, Also. auf die Sportart. Ja, also Im Fußball-WM. Fußball-WM. Fußball-WM und Olympische Spiele finde ich auch. Ich schaue mir mal, was eine spannende Frage finden für den Benny. Was heißt, du suchst du das? Ja. Was ist denn hier los Vor allem, bitte? wenn man sich schon die Arbeit antut und er hat ja wirklich stundenlang, wochenlang daran gesessen hier, Ja, man diese sieht es auch, wie Fragen zu sie geschnitten sind. schnipseln. Es ist der pure Traum. Das war irgendwas, was juicy ist, Und brauchen wir. jetzt gefallen dir die alle nicht, oder wie? Whisky oder Bier, fragt Martin. Whisky, ich trinke kein Bier. Das wär zu heftig. Bier wäre zu heftig. Ja. Also ich kann sowieso nicht mitreden in dieser Thematik, aber. Nein, also ich trinke jetzt auch nicht so viel, aber wenn, würde ich sagen, eher Whisky mit Cola. Ganz, ganz viel Cola, dass man den Whisky nicht schmeckt. Beides, schreibt Daniel Wien.
Suchst du noch immer? Du bleibst bei Studio Wasser, ne? Ich glaube, du suchst zu Ostern bis Weihnachten, oder? Schau mal. War wirklich irgendwas Spannendes für den Abschluss. An Kathi, sitzt du lieber links oder rechts im Studio? Das sind die wahrhaft spannenden Fragen. Tatsächlich links, weil ich glaube, das waren hier so meine Anfänge, hier auf der linken Seite. Da habe ich so dir rüber gewandelt, als die Gäste kamen, aber es war schon eine coole Zeit hier auf der linken Seite. Und bei dir? Ja, großartig. Links, oder ich bleibe hier. Du hast es ja noch nie, er hat es noch nie getestet. Wir müssen das eigentlich, doch. Folge 8. Stefan Meyerhofer, Roman Wallner. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Die legendäre, wo ich dann so lange gewartet habe aufs Match. Gell? Wo wir gewartet haben aufs Match. Und heute warten alle aufs Gewinnspiel und wir reden über Sitzordnungen in der Admiral Sportshow. Über Party oder gemütliches Wochenende. Für mich zweiteres, für dich. Wir warten auf die letzte Frage. Ich mich aufs Beides. Oh Gott, jetzt habe ich so viel Pressure, weil jetzt muss es irgendwie cool werden. Es soll vor allem weitergehen. Okay. Das ist wirklich Pressure, Es sind leider keine Fragen hier. Kontaktlinse oder Brille, weil ich weiß nicht, ob du das wisst, aber manchmal trinkt. Hast du schon mal hier eine Brille getragen? Noch nie? Nein. Sonst Backstage steht sie den Benny mit Brille und wer hier mit dabei ist bei der nächsten Watchparty, wird ihn vielleicht sogar mit Brille sehen. Deswegen, ich glaube, das ist ein absoluter Grund, Frage, dass man da mitmacht, damit natürlich man nicht nur in Linsen Benjamin sitzt, sondern Vollmann auch in ganz Brille. Ganz privat hier in der Sportshow. Mit Brille, das ist ein Wahnsinn. Nein, das ist nicht die Antwort noch. Was ist die Antwort? Eigentlich, abseits von der Show, trage ich immer die Brille, wie du sagst. Deswegen alles klar. Brille, aber in der Show ist, glaube ich, auch wegen dem Licht und so nicht so geschickt. Das ist Spiegel vielleicht. Die Regie und Sen Wutscher meldet sich auch nicht. Dann trägst du sie, wenn sie sich melden. In welcher Stadt liegt eigentlich das Studio? Das ist geheim. Ist geheim, dass es in der Bundeshauptstadt ist, oder? Wer weiß, vielleicht auch nicht. Du hast hergefunden, das ist wichtig und wir finden zum Gewinnspiel. Beenden wir dieses einmal? Ich würde auch sagen, oder suchst du noch irgendwelche Fragen? Fürs nächste Mal überlege ich mir jetzt schon. Ja, hat eh fast so lange gedacht. egal. Kathi schlimmer als der Chris, also nehme ich mal als Kompliment. Danke. Weil? Ja, weil der immer voll Gas gibt. Einfach die negativen Nachrichten ins Positive umkehren. Genau, wenn sie mal als positiv sehen und er gibt immer Gas und unterhält ja die Runde. Deswegen freut es mich, dass ich da ein guter Ersatz war für ihn. Juhu. Oh Gott, es eskaliert schon wieder, ich sag's euch. Philipp setzt sagen, seine Brille auch auf und der Glückstopf rotiert. Genau. Beginnen wir den Glückstopf umzurühren. Rühren wir. Rühren. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Tickets nochmal? 3x2. 3x2, also 6 Leute. Also A2, also A3 Gewinner, genau. So ist. Gewinner oder Gewinnerinnen? Ihr könntet mal zu einem Jubiläum in die Arena Prater kommen. Oh, das wäre auch mal was. Wie cool wäre das? Eine Live-Show. So wie er schreibt, live. Also wir sind ja live, klarerweise. Aber halt so noch mehr live. Das wäre eine Idee. Danke auf jeden Fall, Daniel, für noch mehr live als live. Wir haben schon einen ersten Gewinner. Ümit Eroglu. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß hier bei der Admiral Sportshow. Herzlichen Glückwunsch. Der Glückstopf rotiert weiter. Mit dem Studiowasser. Ja, das wäre... Das nicht erlebt hat, hat es nicht erlebt. Die so zweite Wildcard geht an Daniel Wien. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere an dich. Und einmal wird es noch spannend. Ümit sagt schon Danke für den Gewinn, freut sich schon auf nächsten Donnerstag. Viel, viel Spaß. Daniel, Ümit und den Begleitpersonen. Das haben wir schon den dritten Gewinner. Magst du verkünden? Mach du. Der dritte Gewinner ist Peps Trem. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Und damit ihr in den Genuss des einzigartigen Studiowassers kommt. Und Benny mit Brille sitzt. Ja. Und das Backstage-Regie-Studio, was wir da auch nebenan gebaut haben. Schade, dass du nicht da bist. Du hättest noch Fragen raussuchen können. Ich werde noch beschäftigt sein nächste Woche mit den Fragen raussuchen. Das glaube ich gut und gerne. Deswegen an euch die Bitte, schickt uns einen Screenshot von eurem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at, damit wir dann alles weitere klären können und damit wir euch dann in einer Woche hier bei uns begrüßen dürfen. Da eben wichtig dann 18:30, weil das Spiel beginnt um 18:45. Genau, da also werden wir ein bisschen früher einschalten müssen dann am Donnerstag. Und natürlich, wie wir es im Chat auch schreiben, ihr könnt es mit einer Begleitperson kommen, nicht umsonst 3x2 Tickets, die wir da da wird es richtig voll sein hier im Studio. Verlost richtig haben. Geil. Coole Sache. So ist es. Hat die Regie noch irgendwelche Wünsche, außer dass wir Schluss machen für heute? Letztes Mal. Sie glauben nicht. Letztes wir haben Mal uns noch genug gehört. Ja, alles geklärt, Kathi? Alles klar, dann sage ich dir danke, dass du heute da warst. Danke, ist ja auch was ganz Besonderes, dass ich an einem Donnerstagabend hier Platz nehme.
Jeden Donnerstag Ich nämlich. wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Und vor allem werde ich mir jetzt ganz, ganz viele Fragen überlegen, bis in 2 Wochen, Ja. wenn wir uns wieder sehen. Und ich habe ein kleines Geschenk zum Abschluss für dich. Oh, da danke kannst du schön. dich gut damit Die Box unterhalten. für die Fragen, ganz toll. Vielen Und mit Dank. den Fragen, die kannst du dir dann selbst noch stellen. Wir ja, werde ich verabschieden machen. uns für heute. Yeah, Danke fürs 19.50 Uhr Einschalten. geworden und das ohne Gäste. Ja, sehr gut. Werden wir wieder eine Perfekte drauf bekommen. Punktlandung. So ist es. So, die schöne Box stelle ich hierher. So soll es sein und die steht am nächsten Donnerstag nicht mehr da, aber da freuen wir uns dennoch schon drauf ab 18.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.